Wir mit Avat noch mal reden. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid, Avat. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Wenn du sagst, Jahre der Feindschaft, meinst du die roten Raubzüge? Ah ja, mein Lieblingsthema. Es tut mir leid, aber ich muss das wissen. Wie du weißt, überfiel mein Vater alle Nachbarstämme. Die Osseram, Banuk und Nora litten sehr und kämpften so gut sie konnten. Aber niemand kämpfte wie die Tenakt. Sie griffen unsere westliche Front an, in Fahrlicht, und jagten uns aus ihrem Land. Sie nach all dem zu Gesprächen zu bewegen, war schwierig. Was macht die Gesandtschaft so besonders? Wie heute macht sie eines besonders, nämlich der Gast. Unsere Delegation trifft sich mit den Tenakt vor Fahrlichts Toren. Wir geben ihnen Schätze und sie uns einen Gefangenen. Verscharf. Einen unserer besten Soldaten. Soldat? Nicht eher Räuber? Nein, nicht in diesem Fall. Verscharf ist mein Cousin. Er ist von anderem Schlag als Helis. Er schloss sich der Westexpedition an, weil er hoffte, gewisse Exzesse zu verhindern. Doch er wurde bei der Schlacht um unsere Basis in Zinnobasande gefangen genommen. Und ist bis heute nicht zurück. Itamin wird glücklich. Du hast ihn aus Sonnenfall geholt. Wenn er glücklich ist, verdankt er das dir. Er wächst zu einem guten Mann heran, der er auch sein muss, wenn er die Krone erben soll. Wäre nicht dein Sohn der nächste Thronfolger? Ja, tja. Dazu müsste ich erst einmal heiraten. Marat versucht schon dauernd, mich zu verkuppeln. Aber ich suche wohl etwas, das diese Damen einfach nicht sind. Auf jeden Fall habe ich den Thron nie begehrt und will nicht ewig darauf sitzen. Wenn Itamin alt genug ist, möchte ich abdanken. Befreit von der Krone, kann ich vielleicht endlich die Welt bereisen. Wer weiß, vielleicht begleite ich dich sogar auf einem deiner Abenteuer. Bei dir klingt das so einfach. Wie hast du es geschafft, dass die Tenakt jetzt wieder mit euch reden? So wie ich es bei dir geschafft habe. Mit Geschenken. Die Tenakt mögen Kopfschmuck? Eher Metall, Gewürze und Relikte, die unsere Kriegsbeute waren. Wir trafen uns öfter mit ihnen. Und die Geschenke lockerten die Spannung. Aber die jetzige Gesandtschaft ist die wichtigste. Es gibt ein deutliches Zeichen der Tenakt, dass sie langfristig Frieden wollen. Dein Cousin, Verscharf. Wie lange ist er schon Gefangener der Tenakt? 5 Jahre. Tenakt-Gesandte schwören, dass es ihm gut geht, aber ich weiß nicht. Der Stamm ist berüchtigt für seine Brutalität. Wie hat er überlebt? Tja, das werde ich bald wissen. Wenn du ihn vor mir triffst, sag ihm, dass ich ihn in Meridian erwarte, wo er hingehört. Wenn ich ihn sehe, mach ich's. Ich...
Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Sollen wir wieder die gleichen Entscheidungsmöglichkeiten wie im Vorgänger. Entscheidungen wie die Möglichkeiten, eine emotionale Wahl zu treffen, wie Aloy ihre Persönlichkeit ausdrückt, liegt an dir. Wähle die Faust um Aloy, stellt sich der Herausforderung direkt. Wähle Hirn und Aloy nutzt ihre Einsicht, um eine clevere, weniger offensichtliche Herangehensweise zu nutzen. Wähle Herz und Aloy erkundet ihr Mitgefühl oder verleiht ihren tiefsten Überzeugungen Ausdruck. Ich glaube nicht, dass er der Richtige für uns ist, so dumm es sich anhören mag. Und wir haben noch eine andere Mission und müssen uns erstmal um andere Sachen kümmern. Daher denke ich mal, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Gerade jetzt ist es schwierig, ne? Aber die Situation erfordert eine umfassendere Betrachtung. Die kommende Bedrohung gefährdet nicht nur Meridian, sondern auch viele andere Orte. Viele unschuldige Menschen. Was zwischen uns passiert, ist nicht wichtig. Zumindest noch nicht. Du hast recht. Ich benehme mich wie ein Narr. Es sollte der König sein, der die Dinge umfassend betrachtet. Bitte nimm meine Entschuldigung an. Ich wünsche dir viel Erfolg. Leb wohl, Aloy. Unsere Hoffnungen begleiten dich. Sie haben ihm halt einen Korb gegeben, aber... ja, ne? Er versucht schon seit dem Vorgänger irgendwie an sie ranzukommen. Sprich mit deinen Freunden, optional. Okay. Wo ist denn der Rest der Bande, mit denen ich sprechen kann? Keiner da? Da oben ist noch jemand. Chaos Kamikaze 13, danke für deinen Follow. Da, eine Werkbank. Da, eine Werkbank. Oh, da. Direkt neben mir. Eine Werkbank, hey. Okay, Speer-Upgrade, Spezialausrüstung selten. Installiere die Master-Überbrückung und ein neues Modul, um den Aufbau und die Freisetzung von kinetischer Energie im Kampf zu ermöglichen. Für den Einsatz ist die Fertigkeit Resonatorstoß erforderlich. Heißt das, ich kann das jetzt freischalten, wenn ich den Speer habe? Möglich wär's. Ja, die Master-Überbrückung, die war ja in dem Speer von Silence dran, aber der ist ja irgendwie in alle Einzelteile zerfallen. Okay, haben wir geschafft. Okay, Master-Überbrückung installiert. Und was Neues, um Energie zu speichern und freizusetzen, ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen. Und was ist mit dir, Vanasha?
Ich kümmere mich um Nasadi und Itamen. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Ich war seit Monaten nicht im Sonnenfall. Was wurde aus den Schatten, Kaja? Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und Offiziere, die die Leute terrorisieren konnten. Awad bot allen Straffreiheit an, die nur unter Zwang gehandelt hatten. Also räumten die Leute die Zitadelle und gaben sie ihm zurück. Das Sonnenreich wurde vereint. Awad wollte, dass Uthid die Garnison dort kommandiert. Aber Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben, hier in Meridian. Völliger Quatsch, natürlich. Du als Kindermädchen, seltsam. Itamen hat es gut. Moment mal, ich bin nicht völlig zahm geworden. Nasadi war die Frau des verrückten Sonnenkönigs. Sie hat Feinde. Ich musste einige Anschläge verhindern. Klar, gib's bloß nicht zu. Aber innen drin bist du weich wie ein Seidenkissen. Oh, du hast keine Ahnung. Hä? Oh je. Wir waren gerade bei Itamen? Ja, okay, ich geb's zu. Itamen ist süß, lustig und er bewundert mich. Ich mag ihn. Außer wenn er vergisst, sich die Hände zu waschen, nachdem er im Garten hinter dem Solarium Würmer gesucht hat. Also, ich weiß, nice Gespräche. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Okay, haben wir auch erledigt. Kehre zu Marat und Wahl zurück. Leichte Nahkampfangriffe sind schnell und können Panzerplatten von kleinen Maschinen abschlagen. Das war's. Ist das jetzt schon erledigt mit dem Speer? Ah, ich sehe gerade, ja. Reiterin-Speer. Statistiken. 100% Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Entladungsschaden, energisierte Dauer, Resonator-Stoßschaden, kritischer Schlagschaden, stiller Schlagschaden und Wuchtangriffsschaden. 100%. Ich frag mich gerade. Wahrscheinlich kriege ich das bei einem Händler. Ich hoffe mal, ich finde bald einen Händler. Weil, wie gesagt, durch die Collector's Edition habe ich ja jetzt nochmal ein paar zusätzliche... Na, sag schon. Ausrüstungsgegenstände. War doch ganz nett, alle mal wiederzusehen. Ja, definitiv. Wuchtangriffe sind starke Angriffe, aber du bist verwundbar, solange du sie auflädst. Ja, das haben wir schon an ein paar Figuren getestet. Dieser Wuchtangriff mit R2. Bist du bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Ich sollte mal los. Wenn ich nach Westen will, brauche ich wohl ein Wegerecht von den Tenakt, wie du sagtest. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Hinter dem Schrecken. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs markiert. Die Festung Fahllicht liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß. Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Natürlich. Ich regle das. Ach, der tadellose Marat. Der weiß Bescheid, wo wir eine Bleibe finden im Meridian. Chillen können. Elo hat halt Freunde überall. My
Und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Komm ich so nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das Okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang oder ich mach's. Tja, aber wer würde sie wieder raufziehen? Na gut, na gut. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Den Schrecken erreicht. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das dem... Wir haben noch einen Fertigkeitenpunkt, den gehen wir gleich mal aus. Das war echt krass, 2,5 Stunden nur Tutorial-Phase quasi und so ein bisschen Einführung in die Welt. Ich dachte, wir wären schon im Westen, aber nein, sind wir nicht. Ich wurde bambuselt vom Spiel. Aber geil, dann haben wir gleich direkt den Haken, ich nenne ihn einfach mal den Hookshot, haben wir den Hookshot gekriegt und haben neue Maschinen kennengelernt. Geile Einführung, gefällt mir total, finde ich gut. Es war ja im Hauptspiel von Horizon Zero Dawn ja auch so, dass wir dann am Anfang mit kleinen Aloy gespielt haben, um die Welt so ein bisschen kennenzulernen und was hier eigentlich Phase ist. Jetzt kennen wir das Ganze natürlich denn schon, weil wir kennen Aloy, wir kennen die Welt.
Aber den Westen kennen wir noch nicht. Und jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr erfahren über den Westen, aber was sich dort verbirgt, finden wir jetzt erst raus. So, das können wir jetzt freischalten. Würde ich gerne. Kann ich noch nicht? Das kann ich schon. Wenn er vollständig aufgeladen ist. Okay. Es geht anscheinend noch nicht. Was ist das? Ah, Konzentration Plus. Erhöht die Konzentrationslimit und verlängert die Verwendung. Ziele mit L2 und tippe R3, um den Konzentrationsmodus zu gehen und die Zeit zu verlangsamen. Ja, das kennen wir auch noch aus dem Vorgänger. Was ist hier eigentlich? Berittene Verteidigung. Passive Verstärkung. Leider auf einer Reitmaschine weniger Schaden. Um eine überbrückte Maschine zu beseitigen... besteigen. Tippe Viereck an, während du neben ihr stehst. Nur bestimmte Maschinen akzeptieren einen Reiter. Heißt das, wir müssen die nicht mehr überbrücken? Oder müssen wir die erst zähmen? Kann ja auch sein, dass sie diese Funktion jetzt irgendwie ins Spiel eingebaut haben, dass man die erstmal zähmen muss oder so ein Käse. Ich weiß nicht. Stiller Schlag plus. Ich glaube, das mit dem Speer. Jetzt habe ich es freigeschaltet. Okay, es war noch nicht freigeschaltet. Fertigkeit erlernt. Alles klar. Gut. Dann wieder zurück zum Spiel. Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht. Neue Hubquest am Rande des Abgrunds. Wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartige. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach... Was ich mich auch noch gerade frage, können wir das, können wir wieder die Kamera ein bisschen einstellen, dass ich ein bisschen mehr sehe und die Kamera nicht so nah an Aloy dran ist? Ging in der PC-Version des FOV. Quicktime Events, Maschinenrennen. Es gibt Maschinenrennen? Geil. Co-Pilot. Schalte diese Funktion ein, um am zweiten Controller mit gespiegelter Steuerung zu benutzen. Erfordert zweite Benutzerprofil. Ah, okay. Interessant. Bewegungsziele für schnelle Waffenwechsel. Okay, das passt soweit. Audio passt auch. Und der Grafik müsste es eigentlich sein. Barrierefreiheit. Bewegungsempfindlichkeit. Hier sind alle Optionen. Ja, also anscheinend gibt es keinen Field of View. Keine Jäger, die sie töten? Oh, schau mal an, wie geil hier. Nur niemand, der Ulvon verärgern will. Er das Spiel ist so hübsch. Selbsternannte Boss von Kenntnis. Ah, geil. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Wie gesagt, Grafik ist doch nicht alles, aber dieses Spiel ist grafisch-technisch einfach so. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Wahrer, schöner PlayStation 5 Titel. Was willst du damit sagen? Nutzt man die Power der PlayStation 5 endlich aus? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenmeister. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Er ist ein sehr wichtiger bekanntes Mann. Bekanntes Feuerreißhorn-Areal. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Bekanntes Gräber-Areal. Lagerfeuer. Wir sind nämlich oben in der Mitte, ist wieder unsere
Leiste, wo wir sehen können, wo was ist. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Das was? Die Wilde? Zur Seite, tauge nichts. Wadis, das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Ich komme wegen der Gesandtschaft in Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du die Schrift? Ich ziehe weiter nach Fahrlicht, wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Ritt? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht, nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Dort gingen sie hin. Okay. Ich hörte, es herrscht Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkratz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist? Das wird es. Vertrau mir. Oh Mann, die Charaktere sind einfach so gut geschrieben. Ich sollte meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Heißt es, wir haben keine unterschiedlichen Waffen mehr, sondern nur, dass wir die Ausrüstung verbessern? Wische nach oben, um das vollständige HUD und ein aktuelles Questziel zu zeigen. Ich wische. Ich wische. Es passiert nichts. Hier ist 5-Pad. Hallo? Na gut. Unbekannt. Kettenkratz. Okay, das sind Maschinenareale. Wie wir es schon kennen, ein Lagerfeuer und noch mehr Maschinenareale. Wir kommen eh gleich zu einem Lagerfeuer und da müssen wir hin. Und da. Okay, jetzt sind wir erstmal hier und können uns umsehen. Schöne große Welt. Da ist was Legendäres. The fuck? Altes schwarzes Armband. Das ist eine Smartwatch. Anordnung des Kommandanten. Gescannte Glyphen. Eine kurze Schriftrolle aus Pergament mit offiziellem Siegel. Auf Anordnung von Kommandant Onotha werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fahrlicht und Niemalsland werden aufgrund der bevorstehenden Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht, unabhängig vom Clan, Haus oder Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden und Missverständnisse wird nochmals betont, dass auch für die Osserem keine Ausnahmen gelten. Alle ausstehenden Vereinbarungen hinsichtlich der Ein- und Ausreise werden hiermit als verschoben oder nichtig erklärt. Je nach Art und Zeitpunkt der Vereinbarung, es werden keine Ausnahmen gemacht.
Und noch einmal, um alle eventuellen Zweifel aufzulösen. Alle genannten Regelungen betreffen auch die Osseram, unabhängig von allen Umständen, Ausreden oder sogenannten bindenden Verträgen. Beschwerden und oder Entschädigungsforderungen, soweit angebracht, können bei einem Stellvertreter Hauptmann Lavan eingereicht werden. Unterzeichnet im Licht der Sonne Nazar Arin Kuvaman, Kommandant von Fahrlicht.